Hallöchen! Heute gibt es den vierten Teil meiner Rache des Subs. Das heißt, ich zeige euch die Bücher, die schon zu lange bei mir liegen und die ich im April lesen möchte, beziehungsweise bis Ende Juni. April, Mai, Juni, ja. Das Ganze ist in diesem Fall nur ein Buch aus 2018. Das heißt, ja, ich könnte das hinkriegen. Von Glenn Dixon, wie ich dank Shakespeare in Verona die große Liebe fand. Klingt es nicht herrlich? Ich finde schon und deswegen. Diese große wahre Geschichte hat Leser auf der ganzen Welt begeistert. Sie ist eine Hommage an Shakespeare, Verona und die Kunst des Briefeschreibens. Klingt wie für mich geschrieben, deswegen hatte ich es damals auch mitgenommen. Ich weiß auch noch, ich habe es in einem Buchladen gekauft, in dem ich im Urlaub oder irgendwie war, weil ich nicht mehr weiß, wo soll ich denn 2018 im April, wo war ich denn da? Da war ich nicht im Urlaub irgendwo. Ich weiß echt nicht mehr genau, wann und wo und wie ich das gekauft habe. Ich weiß noch, es war ein Buchladen, in dem ich vorher noch nie war und in dem ich auch seitdem nie mehr war. Also mehr so ein Ausflug dahin gemacht oder Urlaub eben. Keine Ahnung. Hinten drauf steht: Eine herzerwärmende Geschichte über Liebeskummer. Das ist natürlich nicht das schönste Thema, aber Glenn Dixon lebt als Highschool-Lehrer in Kanada und nimmt jedes Jahr in der Abschlussklasse Romeo und Julia durch. Als er sich von Claire, seiner großen Liebe, betrogen sieht, verlässt er das Land und geht auf Reisen. Im italienischen Verona vor den berühmten Balkonen stößt er auf den Club der Julias, eine Gruppe von Frauen, die tausende von Briefen beantworten, die jedes Jahr dort ankommen. Er wird der erste Mann in der langen Geschichte des Clubs der Julias. Durch die Auseinandersetzung mit all den Geschichten und Fragen erkennt er, dass Briefe Leben verändern können. Auch sein eigenes. Es ist so eine herrliche Geschichte und natürlich, wer den Film kennt, der wird sich sofort erinnert fühlen an Amanda Seyfried, die ebenfalls auf den Club der Julias trifft und auf dieses Briefeschreiben trifft. In, heißt der Film Briefe an Julia? Ich glaube schon. Hier steht auch noch drauf, eine wahre Geschichte. Also es ist quasi biografisch, aber als Geschichte erzählt und ich freue mich sehr drauf. Ich freue mich sehr drauf auf die Geschichte, weil ich wahnsinnig gern nach Verona möchte, weil ich wahnsinnig gern Shakespeare mag, Romeo und Julia sowieso die Geschichte grandios finde und die Geschichte rund um den Club der Julias einfach toll ist. Deswegen genau das richtige Buch für mich. Das wartet darauf, gelesen zu werden. Und ich gehe stark davon aus, dass ich das schaffe. Ja, ich schaffe das. Genau. Das war's schon wieder für den April. Das heißt, im April sind es gar nicht so viele Bücher. Wie gesagt, im März sind es ein paar mehr. Guckt da gerne vorbei. Auch was ich eben dann schon gelesen habe bis jetzt von den Büchern von meiner Rache. Ich hoffe ja, dass ich das alles im Zeitplan schaffe. Ich zweifle noch ein bisschen, denn ich weiß, wie viele Bücher noch auf mich warten in diesem Jahr. Aber zumindest anlesen möchte ich die Bücher und wenn ich sie nicht schaffe in dem Monat, das habe ich für mich beschlossen, wenn ich sie nicht schaffen sollte, in dem Monat zu lesen, dann warten die ganzen Bücher nochmal ein Jahr. Also natürlich nicht alle. Ich werde es nicht alle aufschieben, aber ich muss mich dann entscheiden, ob ich es gleich lese, dann ist es natürlich weg. Wenn ich es aussortiere, ist es auch weg. Oder ich kann es nochmal, wenn ich es in der Zeit nicht schaffe, es aber unbedingt lesen möchte, quasi auf eine Warteliste setzen, dass ich das im nächsten Jahr lese. Sprich, wenn wir im nächsten Jahr bei April angekommen sind, möchte ich definitiv nicht mehr dieses Buch hier hochhalten, weil das habe ich hoffentlich geschafft. Aber wenn ich in so einem Monat wie dem März viele Bücher habe, es waren ungefähr, ich glaube, 16, was dann schon eine deutlich größere Anzahl ist, das wäre mehr als jeden zweiten Tag ein Buch beenden. Puh, genau, also wenn ich das nicht geschafft habe, was passieren kann, aber dieses Buch so toll finde, dass ich es eben doch noch lesen möchte, dann verlängere ich das Ganze sozusagen um ein Jahr und möchte da dann die mir aufgesparten Bücher, die ich unbedingt lesen möchte und nicht aussortieren konnte und zeitlich irgendwie nicht geschafft habe, die möchte ich da dann lesen. Heißt, das ist so ein bisschen angelegt auf 2 Jahre, das ganze Projekt. Zumindest für mich ist es jetzt so die Perspektive, weil ich einfach Monate dabei habe, da sind es wahnsinnig viele Bücher. Im Idealfall schaffe ich es aber, dass ich Maximum noch 1 bis 5 Bücher pro Monat habe im nächsten Jahr. Das ist wirklich Maximum. Ich möchte es jetzt nicht endlos lange ziehen. Und ich möchte schon gucken, dass ich die Bücher, die schon länger bei mir stehen, einfach endlich mal lese, um zu wissen, ob sie mir gefallen oder ob ich sie aussortieren kann, weil nur hier rumstehen möchte ich nicht. Jedenfalls nicht auf 5 Jahre oder so zurückblickend. Deswegen, genau, es gibt ja auch immer wieder ganz tolle neue Bücher, die kommen. Die warten ja auch alle auf mich. Das war's für den April. Ich habe noch ein bisschen hinten dran gelabert und ich hoffe, ihr habt schöne Bücher für euch für den April rausgesucht, die ihr lesen mögt. Es wird langsam ein bisschen frühlingshaft. Wir können ein bisschen aufatmen, rausgucken. Schönes Wetter folgt. Ich glaube, das tut uns allen ganz gut nach dem Winter und der grauen Zeit.
Und jetzt hoffe ich, lest ihr schöne Bücher und guckt beim nächsten Mal wieder rein. Tschüss!